Bei diesem Wetter hat man zwei Möglichkeiten, entweder einen schönen Platz im Schatten oder im Wasser. Ja, da könnte man schon fast ein bisschen neidisch sein auf so eine kleine Herde von Medakas im Miniteich. Und damit hallo zu einem Dies und Das am Freitag. Ja, heute wollte ich mal draußen starten. Ich meine, das Wetter passt ja wunderbar. Und was gibt es da Schöneres, als mal einen Blick auf den Miniteich und die Medakas zu werfen. Auch musste ich mal so ein bisschen Hand anlegen hier an dem kleinen Biotop. Denn ja, der Schwimmfarn hat einmal die komplette Oberfläche zugewuchert. Hier ging quasi überhaupt nichts mehr. Die Seerose unten drunter fand das jetzt nicht so sonderlich prickelnd. Deswegen musste ich einfach mal ein bisschen was ausdünnen. Deswegen auch noch so ein bisschen was an Schwebeteilchen hier unterwegs. Das bitte ich einfach mal ein bisschen an der Stelle zu entschuldigen. Ja, die Temperaturen natürlich ein Riesenthema, auch für so ein kleines Biotop hier. Gerade direkte Sonneneinstrahlung sollte zu lange eben nicht sein. So 2 bis 3 Stunden am Tag ist völlig okay. Aber dann sollte ja nach Möglichkeit so ein Miniteich eben doch schattig stehen. Das ist auch der Grund, weshalb ich hier mal die Position ein bisschen geändert habe. Zum einen kann jetzt mal die Tomate bis zum Nachbarn nach oben wachsen. Und zum anderen nehme ich mir natürlich so die komplette Nachmittagssonne ein wenig vom Teich weg. Wir haben jetzt aktuell 4:30 und hier ist lediglich noch ein leichter sonniger Bereich. Das soll genügen an der Stelle. Die Mittagssonne ist nochmal so ein leichtes Thema, aber auch dann nur bis zur Hälfte und das ist vollkommen okay. Also wenn ihr da noch in der Planung seid, was den Standort angeht, wählt ihn möglichst mit Bedacht, dass die Nachmittagssonne keine zu arg große Rolle spielt. Solltet ihr schon einen Standort gefunden haben, der sehr, sehr sonnig steht, dann solltet ihr natürlich ein wenig über Abschattung nachdenken. Das geht auch notfalls mit einem Sonnenschirm. Extrem viel Sonne sind natürlich die Hauptgründe, wenn man Algenprobleme hat. Und das schon mal so als kleiner Tipp, falls ihr da ein Problem mit haben solltet und euer Teich steht in der direkten Sonne, dann habt ihr da schon mal einen Punkt, wo ihr auf jeden Fall ansetzen könnt. Und natürlich, wenn ihr Bewohner im Teich drin habt, ich meine, Medakas sind natürlich sehr robust, was hohe Temperaturen angeht, aber ganz zu sehr sollte man es auch nicht übertreiben. Ich hatte letztes Jahr mal 37 Grad Wassertemperatur in der Spitze an manchen Tagen. Das funktionierte auch ohne Probleme, aber eben wie gesagt, ganz so sehr überspitzen sollte man das Ganze auch nicht. 2 neue Bewohner sollen heute noch mit einziehen in den Miniteich, und zwar die Radix Baltica oder auch eiförmige Schlammschnecke genannt. Vielleicht in einem oder anderen Land doch besser bekannt als Yoda-Schnecke. Ja, durch ihre 2 Fühlerchen da vorne sieht sie so ein bisschen aus wie von Star Wars der kleine Yoda. Auf jeden Fall eine super interessante Art. Gelten als ziemlich robust, sei es hartes oder mittelhartes oder weiches Wasser, das ist denen eigentlich so ziemlich egal. Sind ganz gute Allesfresser, fressen aber allerdings auch Algen und fressen auch Karmhaut. Also dieser Belag oben, der sich manchmal eben bildet, wenn extrem viele Nährstoffe vorhanden sind, da ist die Yoda-Schnecke auch bekannt für, dass es sich dann ganz gerne mal kopfüber quasi treiben lässt und diese Karmhaut eben entsprechend frisst. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich die beiden machen werden und ob es da vielleicht sogar mit dem Nachwuchs funktioniert. Das Thema Nachzucht bei den Medakas, da werde ich dieses Jahr überhaupt nicht gezielt irgendetwas machen. Ich habe jetzt heute, als ich hier mal quasi einmal komplett aufgeräumt habe, alles, was ich an Material hier entnommen habe, sei es Schwimmpflanze, sei es Alge oder auch Moos, alles komplett in eine Dose oder in eine Box hineingepackt. Da gehen alles in allem 10 Liter hinein oder 8 Liter hinein. Hab dann das Ganze mit Teichwasser aufbefüllt und ich bin hier eigentlich ziemlich guter Dinge, dass sich an dem Material, was ich hier entnommen habe, einige Eier dran befinden und dann sollte die Vermehrung auch von selbst funktionieren. Auch hier sind jetzt noch Jungtiere schon drinne. Ja, sieht man natürlich jetzt nicht wirklich, denn sie verstecken sich, da ich eben hier doch einiges verändert habe. Und das wird jetzt erstmal wieder ein wenig dauern, bis dass die Jungtiere sich entsprechend dann aus ihren Verstecken auch wieder heraustrauen.
Also das Thema mit Dacker-Nachzucht ist definitiv kein Hexenwerk. Das ist definitiv nichts, was irgendwie aufwendig wäre. Das könnt ihr ja gerne mal selber austesten, wenn ihr irgendwo eine kleine Menge an Algen findet in eurem Teich oder ein paar Schwimmpflanzen oder Moos. Einfach mal rausnehmen, separat irgendwo in eine Schale geben mit entsprechendem Wasser aus dem Miniteich und einfach ein paar Tage abwarten. Dann sollte sich da eigentlich etwas ergeben, denn mit Dackers legen quasi jeden Morgen ihre Eier ab, beziehungsweise jeden Tag ihre Eier ab. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr hoch, dass sich in solchen Pflanzmaterial auch entsprechende Mengen an Eiern findet. Diese Dose hier bekommt jetzt einen schattigen, aber warmen Platz und in ein paar Tagen wissen wir hier entsprechend mehr. Und wenn sich da etwas ergibt, dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Aber wie gesagt, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass entsprechend sich da auch Nachwuchs einstellt. Das soll es gewesen sein, heute mal von draußen, auch als kleines Update mal zum Miniteich. Und wenn ihr Fragen habt, postet es mir doch gerne in die Kommentare. Morgen geht es auf jeden Fall drin weiter, 4 Wochen Tischbecken, da habe ich ein paar neue Infos. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.